Willkommen zurück, Leute. Ich bin noch in Riften. Rifton? Das heißt, ich sage immer Riften. Mit S-Bahn und ich soll ihn ja nach Flusswald eskortieren. Wir machen noch die Hauptgeschichte. Ja, bezüglich Klingen etc. BB. Ich mache hier keine Rückblenden, weil die gerade aufeinanderfolgend sind und keine Einzelquests sind. Deshalb wundert euch nicht. Genau, Alduins Mauer. Eskortiere erst nach Flusswald. Ich bin jetzt mal gespannt, das wird ja 10 Jahre dauern, nehme ich jetzt mal an. Also, was soll denn eskortieren? Kann ja nur ein Stündchen dauern. Stirb endlich. Ach, er ist Magier, okay. Was war das? Achtung, nicht, dass sie es Kinder. anzünden. Ah, ich komme hier nicht hoch, ich muss weiter. Beziehungsweise. Bitte, ich will hier durch. Espen. Wir haben keine Zeit, danke. Alter. Muss er ja auch irgendwie hoch, nicht? Also lade ich jetzt von hinten dahin, um die abzumurksen, damit S-Bahn weiterkommt. Also, sonst bewegt der Typ sich ja nicht. Hä? Für die Klingen. Ihr seid nichts als Da. ein großer Hund, der auf meinen Befehl hört. Nichts als ein großer Hund, der auf meinen Befehl hört? Was soll das denn heißen? Die hat mir doch gar nichts zu sagen. Also der Satz hätte jetzt besser gepasst, wenn ich Mitarbeiter von ihr gewesen wäre oder so. Wo ist denn jetzt S-Bahn? Ach, jetzt kommt er hinterher, okay. Dann warte ich draußen auf ihn. Geht vielleicht auch einfach ein bisschen schneller. Beziehungsweise in der zersplitterten Flasche. Hat er nur einen Schutzzauber? Relativ fix hier durch. Weil ich das Diebesgilden-Dings noch nicht mache. Hinter mir? Ja. Bin ich echt gespannt, ob ich wirklich. Also, ich muss mit ihm bis nach Flusswald. Oder nimmt er gleich die Kutsche und da ist er wenigstens in Sicherheit. Also, ich hoffe doch. Mal sehen, ich bin mal gespannt, ob ich wirklich mit ihm durch die gesamte Wildnis latschen muss oder ob er mir gleich sagt. Hier trennen sich unsere Wege oder so. Scheiß, wir treffen uns da und da. Da bin ich jetzt mal gespannt. Sieht irgendwie komisch Jemand muss ihn aus, von ihnen wenn übernehmen. ein Pfeil so rausguckt. Was? Was ist jetzt schon wieder los? Shabari. Was ist das denn? Shabari-Notiz, ich nehme sie mal mit. Noch jemand? Nee. Shabari? Hä? Hier. Ich habe guten Grund anzunehmen, dass die Zielperson in den nächsten Tagen in Riften eintreffen wird. Zwar ist die Diskretion erwünscht, aber die Eliminierung der Zielperson hat absoluten Vorrang. Die üblichen Vorschriften, wonach eine Aufdeckung eurer Identität unbedingt zu vermeiden ist, gelten nicht. Ihr werdet nötigenfalls auf einen Posten außerhalb von Himmelsrand versetzt, ohne mit Sanktionen rechnen zu müssen.
Enttäuscht mich nicht. Wie? Okay, die wurde gleich hier angeheuert für ihn. Nicht wegen mir. Weil ich bin lieb und nett, tu keiner Seele hier irgendwas. Okay, wenn aber so viele Attentäter jetzt kommen, bin ich ja mal gespannt. Das ist nach Flusswald. Das zieht sich. Habt ihr schon gehört? Es gab noch einen Drachenangriff. Dieses Mal auf Königshain. Ich kann ja mit der Kutsche mit ihm fahren, geht das? Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Ich möchte eure Wohin Kutsche soll es gehen? Oswald. Ja, dann halt Weißlauf. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Also das sollte jetzt aber gehen, dass ich zusammen mit ihm, ja. Wenn ich in Weißlauf bin, besuche ich immer den Gülden Grünbaum. Gerade in meinem Beruf schadet es nie, Kynaret Respekt zu zollen. Okay. Okay, gut, dann halt von Weißlauf rüber nach Flusswald. Ich wollte schon sagen, weil Lydia kann ja sonst auch immer mit der Kutsche mit. Das ist ja auch nicht das Problem. Laufen wir von da weiter nach Flusswald. Das auf Flusswald. Okay. Ja, weil Schnellreisen geht ja jetzt so nicht. Deshalb schneide ich ja auch immer alles. Weil ich ja in diesem Survival-Dingsbums spiele. Weil es ja gleich wieder eher... Falls jemand einen Kommentar schreiben möchte. So. Das sieht schon cool aus, oder? Das sieht ja mal wieder schick aus. Ach ja. Muss er nach Flusswald, oder? Hätte gar nicht nochmal gar nicht nochmal geguckt gehabt. Ja, man läuft nämlich einfach querbeet. Ist nämlich viel besser. Ich hoffe, ich komme auch hier hoch. Sonst war es jetzt nicht besser. Er läuft außen rum, auch okay. Solange er nicht abgemurkst wird. Weiß ich ja nicht. Das ist ja dann schon wieder so eine Geschichte. Aber er läuft ein bisschen schneller. Okay, die laufen auch nur langsam, wenn ich den hinterherlaufen muss. Wo ist er denn jetzt? Da. Okay. Weiter geht's. Aber der sagt gar nichts. Lydia sagt wenigstens ab und zu was. Das ist voll langweilig. Keine gute Begleitung. Echt langweilig, der Typ hier. Oh, das gleiche Spiel nochmal. Wo seid ihr hin? Ja, ich frag mich auch, wo der Wolf hin ist. Da hinten. Hä? Achso, zum Atronarch. Okay. Das Problem ist, ich kann ja sonst auch nicht weiter, wenn der Duty abgelenkt ist. Dann geht's halt auch einfach nicht weiter. Ist jetzt da. Dickerchen. Geht doch. Ich habe ja einfach keine Zeit. Einfach keine Zeit. Ich hätte das jetzt aber auch eigentlich schneiden können von Weißlauf her. Ach, Flusswald, so wie ich sonst auch immer mache. Naja, okay. Diesmal nicht. Wieso ist da eigentlich so ein Arcana-Verzauberer auf dem Wasser? So, aber Alduins Mauer, also die Quest, die jetzt ist... die zieht sich, glaube ich, ein bisschen, weil wir dann bestimmt zum da hoch müssen. Bei den Graubärten. Bin da. Delphine! Ha, ha, schön, euch wiederzusehen. Es ist lange her.
Es ist auch schön, euch zu sehen, Espern. Es ist viel zu lange her, alter Freund. Viel zu lange. Nun gut, ihr habt es wohlbehalten hierher geschafft. Gut, kommt, ich weiß, wo wir reden können. Orgnar, übernehmt für einen Moment die Theke, ja? Ja, natürlich. Hier entlang. Er übernimmt doch immer die Theke. Mal sehen, was Esbern zu sagen hat. Ich bin doch da. Eskortiere Esbern nach Flusswald. Leck. Ach nee, ich muss ja wahrscheinlich folgen. Jetzt geht's erst weiter, ich wollte schon sagen. Ach jo. Das ist doch das Tempo, was ich liebe. Ich habe auch so einen Kleiderschrank mit einer Treppe in den Keller. Los, komm, S-Bahn, ich will auch durch. Danke dir. So. Nun denn, ich nehme an, ihr wisst Bescheid über... Oh ja, Drachenblut. In der Tat, ja. Das ändert natürlich alles. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Unser Ziel ist... Ich zeige es euch. Ich hatte es doch hier irgendwo. Esbern, was... Gebt mir nur einen Augenblick. Ah, da ist es ja. Seht her, genau hier. Der Tempel der Himmelszuflucht. Erbaut um eines der wichtigsten Akaviri-Militärlager in Reach, während ihrer Eroberungsfeldzüge in Himmelsrand. Wisst ihr, wovon er redet? Psst! Hier haben sie Alduins Mauer erbaut, um ihre gesammelte Drachenkunde in Stein festzuhalten. Eine Absicherung gegen das Vergessen der Jahrhunderte. Eine weise und weitsichtige Vorgehensweise, wie sich herausstellte. Trotz des weitreichenden Ruhms von Alduins Mauer, immerhin eins der Wunder der alten Welt, kannte niemand mehr ihren Standort. Esbern, worauf wollt ihr hinaus? Ihr meint, ihr wollt doch nicht sagen, dass ihr noch nie von Alduins Mauer gehört habt. Keiner von euch beiden? Tun wir einmal, als hätten wir noch nicht davon gehört. Was ist Alduins Mauer und wie kann sie uns helfen, die Drachen aufzuhalten? Alduins Mauer war der Ort, an dem die frühen Klingen alles festgehalten haben, was sie über Alduin und seine Rückkehr wussten. Teils Geschichte, teils Prophezeiung. Jahrhundertelang blieb sie verschollen. Aber ich habe sie wiedergefunden. Sie war nicht verloren, wisst ihr? Nur vergessen. Die Archive der Klingen enthielten so viele Geheimnisse. Ich konnte nur ein paar Bruchstücke retten. Ihr glaubt also, dass Alduins Mauer uns sagen wird, wie wir Alduin besiegen können? Nun, ja, wahrscheinlich. Wir werden es nicht genau wissen, bevor wir sie finden. Dann also auf zum Tempel der Himmelszuflucht. Ich wusste, ihr würdet etwas für uns haben, Esbern. Ich kenne das Gebiet von Reach, von dem Esbern redet. In der Nähe des heutigen Kartspitze im Flusstal des Kartflusses. Wir können euch dort treffen oder alle zusammenreisen. Sucht es euch aus. Wir treffen uns an der Kartspitze. Eure Entscheidung. Vielleicht ist es sicherer, einzeln zu reisen. Ja. So erregen wir weniger Aufmerksamkeit. Ja. Keine Sorge. Ich werde Esbern wohlbehalten dorthin bringen. Wir warten in der Nähe von Kartspitze auf euch. Viel Glück. So. Das ist das Buch hier. Annalen der Drachenwache. Anmerkung des Schreibers. Warte mal. Was ist denn das? Ist das jetzt ein ganzes Buch darüber? Weil es ist ja relativ viel wegen den Drachen, nicht? Ach, okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier mehr drin steht. Also, es gibt ja richtig, richtig viele Bücher. Für die ganze Story und so. Nicht? Ja, okay. Hat er uns ja quasi erzählt, was drin steht? Und hier war die Karte, was sie gesagt hatte. Egal. So. Ah, schön. Es ist soweit.
Die Taverne gehört es euch. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort zurück ist, wo sie hingehört. Tja. Ich danke euch. Darüber könnte man nachdenken. Gebt auf euch Acht, Ogner. Lebt wohl. Darüber könnte man nachdenken. Natürlich. Ihr auch, Griffin. Passt auf euch auf. Darüber könnte man nachdenken, ob ich jetzt so eine ganze Taverne geschenkt bekomme für Lau. Braucht ihr etwas? Ich habe euch gesagt, wo ihr den Tempel der Himmelszuflucht findet. Ja. Jetzt liegt es an euch, uns heil dorthin zu bringen. Wir treffen uns doch dort, dachte ich. So, wo muss ich denn hin? Hier drüben. Na, dann von Rorikstadt. Ha, oder von Markart. Ich denke, von Markart aus nach Markart kann ich wenigstens mit der Kutsche. Jo, passt doch. Dann, Leute. Was gibt es? Sehen wir uns in Markart, weil ich nicht diesen Anhang mit mir rumschleppen muss. So, Leute, ich glaube, wir müssen gleich da sein. Das mit dem Mond sieht übrigens, finde ich, mal richtig geil aus. Ist jetzt schon wieder. Kann ich nicht einmal noch wohl hier... Alter. Ach, ein Drache. Im Dunkeln, das finde ich gut. Blutdrache. Ich lauf mal weiter, da sind nämlich die anderen. Sind es nicht Dings? Abgeschworene? Ich hab nochmal keinen Bogen, oder? Ich bin auf jeden Fall theoretisch bin ich da. In der Theorie. Komm, bleib unten. Einfach unten bleiben. Nochmal meine Heilung hier. Es ist halt dunkel, da ist. So. Machen wir jetzt erstmal den Drachen. Jetzt kommen die immer häufiger, okay. Kann nämlich eh nichts machen, solange der da ist. Ja, vielleicht können die anderen den auch töten. Jetzt könnte ich zwar gleich so einen Zauber nehmen, aber okay. Ist das der Dings-Duty? Das Esbern? Ja. Naja. Och, hey. Ich hörte auch etwas, was wir gebrauchen. Ich sehe auch nichts. Oh nein, ich stelle die Helligkeit nicht hoch. Weil da macht es keinen Spaß mehr, wenn man alles sieht. Alter, jetzt ist ja alles rot. Das ist doch richtig Bullshit-Kacke. Ich wollte gerade sagen, weil hier die Abgeschworenen sind. Dann machen wir hier mal alles so nebenbei. Kein Ding. Also erledigen wir nebenbei noch die Menschen hier. Fantastisch. Okay, aber das ist ja relativ großes Lager, wo ich hin sollte, scheinbar.
Ist das schon alles? Jetzt bezahlt ihr. Wir sind verloren. Rückzug. Ah, der ist noch da. Okay. Mein Schwert ist leer. Na komm, warte. Ja, richtig dunklen zu laufen, ist doch immer richtig spaßig. Gut, die haben jetzt eh nicht so krasse Sachen dabei. So, ich sollte die ja eigentlich treffen. Da hinten sehe ich ihn mit seiner Rüstung. Wir haben das ja auf jeden Fall entdeckt. Sind es zwei Lager? Kartspitze und Katar-Spitzenlager, okay. Okay, gut, ich habe mich schon gewundert, warum das so komisch aussieht. Na, dann haben wir die jetzt auch ausgerottet, das passt auch richtig gut. Dann können wir die jetzt treffen. Hat ja nur minimal länger gedauert. Die Katar-Spitze. Erstmal noch so ein paar Bikini-Leute beseitigen und dann noch der Blutdrache. Und das im Dunkeln. Ah ja, so muss das. Wer ist da? Kommt schon. Ich hab immer jetzt eine Heilung. Boah, lass Esbern in Ruhe. Okay, ich glaube, der ist nicht. Nur weil du gerade fast verreckt bist, könntest du etwas Hilfe gebrauchen oder wie soll ich das jetzt deuten? Ich muss hier noch reingucken, Leute. Ich habe schon draußen nicht geguckt. Rennen die einfach so schnell. Ja, S-Bahn, willst du gar nicht weiter oder was los? Warten wir auf Delphin. Das sieht vielversprechend aus. Ja. Das hier sind definitiv frühe Akaviri-Steinarbeiten. Wir müssen diese Brücke herunterbekommen. Diese Säulen müssen etwas damit zu tun haben. Ja. Das sind Akaviri-Symbole. Mal sehen. Ihr habt das Symbol für König und Krieger. Und natürlich das Symbol für Drachenblut. Es scheint eine Art nach unten gerichtete Pfeilfigur zu sein. Das da. Also das Symbol für Drachenblut ist dann das. Muss ich jetzt alle auf Drachenblut drehen? Ja, das ist es. Das Symbol auf der mittleren Säule. Was ihr auch getan habt, es hat funktioniert. Sehen wir mal, was die alten Klingen uns hinterlassen haben. Was macht er jetzt? Wir runtergehen anstatt hoch? Okay, vielleicht muss er pullern. Ich glaube, er muss pullern.
So wie ich einmal kurz noch mal ein Stück Brot essen muss und dann geht's weiter. Jeder braucht seine Päuschen hier auf so einer Expedition. Bin da, Delfin, geh weiter. War ich gehe halt vor. Oh ne. Sag ich ja. Hab ich zu spät gesehen. Wir brauchen den Klugscheißer. Wir sind wohl nah dran. Wir sollten vorsichtig weitergehen. Ihr sollt... Ich würde ganz gerne. Nur auf das Ding, auf die Dinger wahrscheinlich vom Zeichen vom Drachenblut nehme ich mal an. Wenn er mir sagt, vorsichtig weitergehen. Und gerade eben war es ja auch dieses Symbol. Eine Kette. Kann ich die ziehen? Ja. Jetzt sieht es sicher aus. Gehen wir. Ja, ja. Ich nehme an, dass wir in der Nähe des Eingangs sind. Achso, mich schicken die vor, damit ich quasi verbrenne. Und die gehen dann rüber, wenn es wieder alles tutti frutti ist. Das nenne ich mal Freunde. So richtige Freunde. Tempel der Himmelszuflucht. Die Kiste. Erstmal zur Kiste. Brauche ich jetzt nicht. Eiskette der Verjüngung. Okay. Wunderbar. Und zudem noch erstaunlich gut erhalten. Mhm. Willst du mir noch mehr erzählen oder soll ich noch was machen? Ah, da ist das Blutsiegel. Na toll. Noch eine vergessene Kunst der Akaviri. Zweifelsohne wird es ausgelöst durch... Nun ja. Blut. Euer Blut, Drachenblut. Schaut her. Hier seht ihr, wie die Klingen damals Reman Syrodiil verehrt haben. Also ich soll jetzt, wie viel Blut soll ich denn rausströmen lassen? Einfach alles? Soll ich mich einmal die Aorte aufschlitzen? Der gesamte Ort scheint ein Schrein für Reman zu sein. Er hat die Akaviri-Invasion. Das reicht nicht, meine Liebe. Von Umständen beendet, wie du sicher bist. Ihr habt es geschafft, dort ist der Eingang. Nach euch, Drachen. Euch gebührt die Ehre, den Tempel der Himmelszuflucht zuerst zu betreten. Keiner weiß, was uns da drin erwartet. Mhm. Okay. Weiß auch nicht, was mich hier drin erwartet, aber trotzdem werde ich vorgeschickt. So typisch. Was habe ich denn eigentlich getan, dass ich immer vorgehen muss? Weiß es nicht. Da ist dunkel mal wieder. Ich muss erst wieder das Licht anschalten. Mhm. Faszinierend. Echte Akaviri-Flachreliefs. Beinahe unversehrt. Geschichtsstunde mit S-Bahn heute. Können wir noch einiges lernen. Atemberaubend. Hier seht ihr, wie die Akaviri-Handwerker langsam den fließenderen Nordstil übernommen haben. Wir sind wegen Alduins Mauer hier. Richtig, Esbern? Ja, natürlich. Ich denke, wir haben später noch Zeit, uns umzusehen. Sehen wir, was uns noch alles erwartet. Delfin hat's eilig. Die will hier keinen Geschichtsunterricht haben. So. Dann gucke ich da jetzt mal, wenn sie es so eilig hat. Dann müssen wir noch nach da oben gehen. Gucken wir uns den Lachs doch mal an. So gut erhalten. Noch nie habe ich ein schöneres Beispiel einer Akaviri-Reliefarbeit aus der frühen zweiten Ära gesehen. Hm. Esther, wir brauchen Informationen, keine Geschichtsstunde. Ja, ja. Sehen wir mal, was wir hier haben. Und was haben wir? Seht, da ist Alduin. Diese Tafel geht zurück zum Anbeginn der Zeit, als Alduin und der Drachenkult in Himmelsrand herrschten. Hier lehnen sich die Menschen gegen ihre Drachenherrscher auf. Der legendäre Drachenkrieg.
Alduins Niederlage steht im Mittelpunkt der Mauer. Seht, hier fällt er vom Himmel. Die Nordzungen, Meister der Stimme, stellen sich gegen ihn auf. Und zeigt es, wie sie ihn besiegt haben? Sind wir nicht deswegen hier? Nur Geduld, meine Liebe. Die Akaviri waren kein unkompliziertes Volk. Alles ist in Sinnbilder und geheimnisvollem Symbolismus eingebettet. Ja, ja. Diese Ranken hier, die aus den Mündern der Nordhelden kommen, so stellen die Akaviri einen Schrei dar. Aber wir wissen nicht, um welchen Schrei es sich handelt. Wahrscheinlich um einen, der speziell mit den Drachen oder sogar mit Alduin selbst zu tun hat. Ihr meint, sie haben einen Schrei eingesetzt, um Alduin zu besiegen? Seid ihr sicher? Hm? Oh ja. Sie hätten den Schrei wohl nicht so deutlich hervorgehoben, wenn er nicht wichtig wäre. Denkt daran, diese Mauer wurde als Aufzeichnung für künftige Klingen errichtet. Nichts an ihr wurde dem Zufall überlassen. Dann suchen wir also nach einem Schrei. Verdammt! Habt ihr je so etwas gehört? Ein Schrei, der einen Drachen aus dem Himmel holen kann? Nee. Vielleicht wissen die Graubärte ja mehr. Ihr habt wahrscheinlich recht. Ich wollte sie eigentlich nicht in diese Sache hineinziehen. Aber wir haben wohl keine andere Wahl. Was habt ihr gegen die Graubärte? Wenn es nach ihnen ginge, würdet ihr nichts tun, als mit ihnen dort oben auf ihrem Berg zu sitzen und mit dem Himmel zu reden. Oder was immer sie tun. Die Graubärte haben so viel Angst vor der Macht, dass sie nicht einsetzen wollen. Denkt darüber nach. Haben sie versucht, den Bürgerkrieg zu beenden oder etwas gegen Alduin unternommen? Nein. Und vor euch, vor eurer Macht, haben sie Angst. Vertraut mir, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Denkt doch an Tiber Septim. Glaubt ihr, er hätte das Kaiserreich gegründet, wenn er auf die Graubärte gehört hätte? Keine Sorge, ich habe keine Angst vor meiner eigenen Macht. Gut. Die Graubärte können euch viel beibringen, doch lasst nicht zu, dass sie euch von eurem Schicksal abbringen. Ihr seid ein Drachenblut. Und nur ihr könnt Alduin aufhalten. Vergesst das nicht. Ich sollte herausfinden, was Angeir über diesen Schrei weiß. Tja, gut, dass sie euch bereits in ihren kleinen Kult aufgenommen haben. Ja, oder? Espern oder mir würden sie wohl kaum helfen, wenn wir darum bitten würden. Ach. Wir werden uns im Tempel der Himmelszuflucht danach umsehen, was die frühen Klingen uns sonst noch hinterlassen haben könnten. Es ist ein besseres Versteck, als ich mir erhofft hätte. Talos schütze euch. Danke. Auf der dritten Tafel. Die Prophezeiung, die Akaviri auf der Suche nach einem Drachenblut überhaupt erst nach Tamriel geführt hat. Hier sind die Akaviri, also die Klingen. Ihr seht ihre charakteristischen Langschwerter. Jetzt knien sie nieder. Ihre uralte Mission ist erfüllt. Das letzte Drachenblut tritt am Ende der Zeit gegen Alduin an. Hört ihr zu, Delphin? Ihr könntet etwas über unsere eigene Geschichte lernen. Tja. Ich kenne die Prophezeiung auswendig. Früher kannten alle Klingen sie. Wenn Tumult seinen Platz in den 8 Winkeln der Welt einnimmt. Wenn der Messingturm wandert und die Zeit neu geformt wird. Wenn die dreifach Gesegneten scheitern und der rote Turm erzittert. Wenn der Drachenblutherrscher seinen Thron verliert und der weiße Turm fällt. Wenn der Schneesturm da niederliegt, zerstört, königlos, blutend, dann erwacht der Weltenfresser und das Rad dreht sich auf das letzte Drachenblut. Mhm. Okay. Gut, das heißt, es ist... Ich werde mich noch ein wenig umsehen. Mal sehen, was die alten Klingen uns hinterlassen haben. Ja, gut. Das heißt, es waren jetzt alle Infos. Das ist ein ausgezeichneter Vorschlag. Wer weiß, auf welche anderen verlorenen Schätze wir noch stoßen könnten. So, genau. Das heißt, ich darf jetzt wieder nach Hochwatka zu den Graubärten. Jo,
dann würde ich sagen, war es das an der Stelle. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Und wir sehen uns bei den Graubärten. Bis dann.